So, jetzt nochmal. Herzlich willkommen zum FuseNet Teachers Day. Mein Name ist Elisabeth Wolfrum. Ich bin Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München. Ich arbeite da am Tokamak ASTEX Upgrade. Außerdem bin ich im FuseNet Academic Council und deswegen habe ich die Ehre, hier diese deutsche und österreichische Session des FuseNet Teacher Days zu moderieren. Und als erstes heiße ich Sie allerherzlichst willkommen. Ich habe für die Einleitung eine Präsentation vorbereitet und ich hoffe, ich finde die jetzt auf die Schnelle. Da ist die. Die teile ich jetzt mit Ihnen. So, das ist das herzlich willkommen. Sie können das sehen. Hier habe ich unseren Zeitplan aufgeschrieben. Wir beginnen jetzt mit den Willkommensworten und wir werden uns das teilen, Frau Unger von der ÖAW und ich. Danach wird es in etwa 10 Minuten die Einführungsvorlesung von Alf Köhn geben aus Stuttgart. Und danach wollen wir das Gruppenfoto machen, da dazwischen. Und dann werden die Unterrichtsmaterialien Fusion im Klassenzimmer vorgestellt. Da werde ich die Moderation machen, weil die Idee ist, dass Sie dann Fragen stellen können dazwischen. Das soll so ein Vorstellen, Fragen dazu, so eine mehr interaktive Session werden. Danach hoffe ich, dass wir um 14:45 ziemlich genau aufhören und eine Viertelstunde Pause machen, auch um Ihnen die Gelegenheit zu geben, sich in den International Livestream einzuschalten. Und Sie müssen 2 Links bekommen haben. Jetzt sind Sie in unserem deutschsprachigen Zoom-Raum und danach geht es ja international weiter. Da müssen Sie dann den Zoom-Raum wechseln. Das hört auf etwa um 16.35 Uhr und danach werde ich wieder diesen Zoom-Raum aktivieren. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Wenn nicht, dann haben Sie ein bisschen Geduld. Aber dann werde ich den hier wieder öffnen und wir werden wieder auf Deutsch Question and Answer Session weitermachen. Dann möchte ich als nächstes das Wort an Frau Unger geben, die ein bisschen was sagen wird über Fusion in Österreich. Guten Tag, mein Name ist Letizia Unger und ich arbeite am FuseNet ÖRW Koordinationsbüro an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Von hier aus werden Fusionsforschungsprojekte in ganz Österreich koordiniert und insgesamt sind 12 Projektgruppen also über verschiedene Universitäten und Forschungseinrichtungen verteilt und 50 Wissenschaftler arbeiten im Rahmen dieser Projekte. Dabei handelt es sich zur Hälfte um PhD-Studenten, denn die Ausbildung der Generation ITER ist auch ein wichtiges Ziel vom österreichischen Fusionsforschungsprogramm. Und die meisten Projektgruppen befinden sich an der Universität Innsbruck und an der TU Wien. Aber darüber hinaus gibt es auch eine Projektgruppe an der TU Graz, eine am Erich-Schmidt-Institut für Materialwissenschaften in Leoben und eine an den Research Studios Austria in Salzburg. Den nächsten Slide bitte. An der TU Wien wird in den Bereichen Plasmarandphysik, Plasmadiagnostik und Plasmawandwechselwirkung geforscht. Und am Atominstitut von der TU Wien wird auch noch in den Bereichen Hochtemperatur, Supraleiter und Nukleardata geforscht. An den Research Studios Austria und Salzburg werden sozioökonomische Studien und Energieszenarien erstellt. Dabei werden Energiemixmodelle erstellt, die den Anteil der Fusionsenergie in einem zukünftigen Energiemix zeigen, in Abhängigkeit von einer möglichen politischen Einstellung der Gesellschaft in der Zukunft. An der Universität Innsbruck wird in den Bereichen Plasmamodellierung, Plasmaturbulenz, Plasmasonden und auch Plasmawandwechselwirkung geforscht. Und die TU Graz hat sich auf die Bereiche Plasmatransport und Modellierung vom Tokamak und Stellarator-Plasma spezialisiert. Am Erich-Schmidt-Institut wird an der Optimierung von Strukturen der Werther-Plasma geforscht. Und wenn sich ein angehender Physikstudent mehr auf Materialwissenschaften spezialisieren möchte, dann ist er am Erich-Schmidt-Institut in Leoben gut aufgehoben, aber er kann auch
in Innsbruck oder an der TU Wien oder an der TU Graz studieren und sich später auf die zuvor genannten Bereiche spezialisieren. Ja, das war meine Einführung. Dankeschön, Dankeschön. Also es ist ganz schön was los in Österreich, was die Fusionsforschung betrifft, auch wenn es ein viel kleineres Land ist als Deutschland. In Deutschland ist die Fusion in einer internationalen Forschungsumgebung eingebettet und hat einen sehr, sehr breiten Arbeitsbereich. Also die Grundlagenphysik, die angewandte Physik, die Technologieentwicklung und ein paar hochmoderne Forschungszentren arbeiten alle in diesem Fusionsarbeitsgebiet. Hier sehen Sie an der Karte von Deutschland, ich versuche jetzt mal den Zeiger da einzuschalten, das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik mit den beiden Standorten Garching bei München und in Greifswald. Und das sind auch die Standorte für die zwei Großexperimente, die wir haben. Und dann gibt es natürlich Karlsruhe, die sich um Technologie kümmern und Forschungszentrum Jülich, wo hauptsächlich Plasma-Wandwechselwirkung und erste Wandmaterialien untersucht werden. Aber neben diesen großen Forschungszentren unterhalten wir ja eine enge Verbindung zu den ganzen Universitäten. Und was Sie hier sehen, sind lauter Universitäten, wo Plasmaphysik unterrichtet wird. Und dort werden nicht nur Vorlesungen gehalten, sondern auch so kleine Experimente betrieben. Und die rot eingerahmten Universitäten sind solche Universitäten, wo es auch gemeinsame Berufungen gibt zwischen den großen Forschungsinstituten und den Universitäten. Es werden regelmäßig Summer Universities abgehalten. Das sind für junge Leute, die so im Bachelor- oder Masterstudium sind und sich dann eventuell für eine Doktorarbeit auf dem Gebiet interessieren. Und dann gibt es auch noch eine private Firma in Deutschland, die im Bereich Trägheitsfusion arbeitet. Darüber werden wir heute aber nicht reden, über Trägheitsfusion. Und die heißt Marvel Fusion und ist vor kurzem in München gegründet worden. Noch einmal zwei Erwähnungen der Großexperimente. In Garching steht ein Tokamak, hier sehen Sie ein Schema für ein Tokamak und in Greifswald steht ein Stellarator. Hier sehen Sie das Schema für den Stellarator, darüber werden Sie auch noch mehr erfahren. Und hier gibt es noch zwei schöne Bildchen, nämlich das Innere von Astex Upgrade. Sie sehen hier die innere Säule und wie groß das Gefäß ist. Und dann gibt es auch noch, habe ich für Sie ein Bild vorbereitet von Wendelstein 7X, der ja relativ neu ist und der in Greifswald steht. Und damit bin ich mit der Einführung fertig. Wir haben die 10 Minuten super gut gehalten. Hier ist noch eine Folie von FuseNet, noch einmal zur Erklärung, was FuseNet überhaupt ist. Es ist nämlich eine unabhängige Organisation. Ist vor allem ein Bildungsnetzwerk und besteht aus 65 Mitgliedern und davon sind 45 Universitäten. Und das FuseNet zielt eben darauf ab, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der Exzellenz, Mobilität, Vielfalt und die Zugänglichkeit zu Ressourcen die wichtigsten Erfolgsmaßstäbe sind. Und diese Zugänglichkeit zu Ressourcen dafür und auch für die Education, also die Ausbildung der jungen Leute, dafür ist auch dieser Teacher Day gemacht. Jetzt stoppe ich mal hier und frage gleich mal, haben Sie Fragen? Wir sind so wenig Leute, dass ich denke, Sie können ruhig einfach fragen, ohne die Hand zu heben. Wenn das später durcheinander geht, dann würde ich die Moderation umschalten auf mit Hand heben und ich rufe die Leute auf. Aber zuerst mal einfach frei von der Seele weg. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen zur Organisation des Tages oder zu einem der Themen, die Frau Unger oder ich angesprochen haben? Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann gebe ich das Wort jetzt an Alf Köhn. Alf Köhn ist, ja, am besten du stellst dich selber vor, glaube ich. Vielen Dank für die Einführung. Alf Köhn-Seemann mein Name. Ich arbeite an der Uni Stuttgart, bin da ja, Fusionsforscher sozusagen, also
Wir machen sehr viel mit dem Max-Planck-Institut zusammen, wie das auch schon gesagt wurde, sowohl in Greifswald als auch in Garching. Ich selber habe auch ein paar Jahre zum Beispiel in München gearbeitet, haben aber auch immer noch einen täglichen Austausch da. Und die Idee war jetzt, dass ich so eine Art Einführung in die Fusionsforschung gebe, einen gewissen Überblick. Und genau, ich denke, auch hier, wenn da Fragen sind, man kann mich auch gerne unterbrechen. Wir können das aber auch, weil wir so wenig Leute eben sind, können das aber ansonsten auch gebündelt am Ende machen. Das ist kein Problem. Und diese Folien hier, die sind zum einen runterladbar unter dieser Adresse, aber die werden danach auch gerne geteilt. So, die Idee war, dass ich ein bisschen motiviere, Fusionsforschung, warum ist es das wert, Fusionsforschung zu machen, ein paar physikalische Details über Kernfusion gebe. Schließlich sind ja auch ein Physiker hier in dem Auditorium. Ein bisschen was über Plasma erzählen, magnetischer Einschluss, das ist der Ansatz, den wir verfolgen hier und der auch der erfolgsversprechendste ist und dann natürlich die obligatorische Zusammenfassung am Ende. Als Einführung, als Motivation zeige ich immer gerne diesen etwas komplizierten Plot, weil ich finde, der ja, leitet das Thema schön ein. Also hier ist dargestellt der Primärenergieverbrauch pro Einwohner als Funktion des Bruttoinlandsproduktes. Die verschiedenen Symbole sind verschiedene Länder und verschiedene Größe sind verschieden große Einwohnerzahlen und die Farben eben verschiedene Regionen. Wenn man sich jetzt mal hier diesen Plot anguckt, dann sieht man zum Beispiel, United States sitzt hier in der Mitte, hat ein relativ hohes Bruttoinlandsprodukt, aber auch einen hohen Primärenergieverbrauch pro Einwohner. Geht man jetzt zum Beispiel mal zu diesen roten Punkten hin, das sind die europäischen Staaten, ich habe hier Deutschland mal markiert. Das hat also ein leicht geringeres Bruttoinlandsprodukt, aber einen deutlich geringeren Primärenergieverbrauch pro Einwohner. So finden sich hier noch ein paar weitere europäische Länder. Hier ist zum Beispiel Russland auch noch. Und die Quintessenz von diesem Plot ist sozusagen, dass man, wenn man das Bruttoinlandsprodukt, was sich jetzt einfach mal ganz vereinfacht als Wohlstandsindikator eben steigern möchte, muss man also auch bereit sein, den Primärenergieverbrauch des Landes steigern zu lassen. Wenn man sich jetzt anguckt, es gibt hier unten links eben einen ganzen Haufen Länder, die recht große Symbole sind, also viele Einwohner haben, die ein geringes Bruttoinlandsprodukt haben. Und das müssen wir denen natürlich zustehen. Das ist ja ganz klar, dass die sich nach rechts oben bewegen. Und da wird eben der Primärenergieverbrauch einfach ansteigen. Und zwar ganz gewaltig. Und da muss man darauf vorbereitet sein. Da muss man also irgendwas haben, was da helfen kann. Und eine Methode, die da helfen kann, ist praktisch die Art, wie die Sonne Energie gewinnt. Ich habe hier mal ein Bild von vor 3 Tagen genommen, wie die Sonne aussieht. Gerade kann ich sie nicht sehen, wenn ich rausgucke, aber ja, so ist sie halt dargestellt. Vor so 200 Jahren dachte man noch, die Energiequelle der Sonne, das ist praktisch ein großer Haufen Kohle, den eine weise Entität praktisch dahingesetzt hat und angezündet hat, was auch mit der zum Beispiel der Schöpfungsgeschichte wunderbar passt, kann man durchrechnen, hält für ein paar tausend Jahre, das ist ganz gut. Aber wenn man eben aktuelle Forschungsergebnisse nahm von ein paar hundert Jahren Evolution oder auch Geologie, dann muss die Erde also deutlich älter sein, einige Millionen beziehungsweise geologisch auch einige Milliarden Jahre. Da war dann in den 1920er bis 40er Jahren klar, dass Kernfusion die Energiequelle der Sonne ist. Und da gibt es das schöne Zitat von dem Sir Arthur Eddington, Astrophysiker seines Zeichens von 1920. "We sometimes dream that man will one day learn how to use the sun's energy for his service." Und das ist eigentlich eine schöne Einleitung in die Fusionsforschung und auch die Begründung der Fusionsforschung, wenn man so will. Und in diesem Vortrag soll es so ein bisschen darum gehen, dass das halt jetzt nicht länger nur so ein Traum ist, wie es halt vor genau 100 Jahren war, sondern wirklich schon eine relativ konkrete Idee zur Fusionsforschung und wie man die Energiegewinnung realisiert. Kernfusion in der Sonne ist, wie gesagt, ist Kernfusion Energiequelle in der Sonne. Das haben Bethe und Weizsäcker 1938 erklärt. Das ist die Proton-Proton-Reaktion. Ich habe sie hier mal links die Formel dargestellt, rechts die Grafik. Da sind also praktisch zwei Protonen, die im ersten Schritt miteinander verschmelzen, ein Deuterium erzeugen. Dann Deuterium mit einem Proton macht dann einen Helium-3-Kern. Und wieder ein Helium-3 mit einem Helium-3 macht im Endeffekt ein Helium-4, so ein Alpha-Teilchen, sodass wir insgesamt, und das ist das Entscheidende, 4 Protonen haben, die zu einem Helium-Kern und dann noch 2 Positronen und 2 Neutrinos verschmelzen. Und jetzt ist es eben so, dass wenn man die linke Seite dieser Reaktionsgleichung anschaut, die 4 einzelnen Protonen, das ist plakativ hier unten rechts dargestellt, die wiegen eben mehr als der Helium-Kern. Und gemäß E gleich mc Quadrat wird die fehlende Masse in Energie praktisch abgestrahlt. Und auf der Sonne bedeutet das, dass wir 675 Megatonnen Wasserstoff haben, was in 670 Megatonnen Helium umgewandelt wird, wohlgemerkt pro Sekunde. Das ist eben eine ganze Menge. Und das wissen Sie natürlich alle, die Bindungsenergie pro Nukleon ist da das Entscheidende, was die Energie freisetzt. Hier aufgetragen, hier ist die Bindungsenergie pro Nukleon als Funktion der Massenzahl.
Und da sieht man jetzt, wenn ich von links komme, steigt die Bindungsenergie an. Das heißt, die Kerne werden in dieser Richtung, wie meine Maus geht, immer stabiler. Wenn ich von rechts komme, ebenfalls. Da ergeben sich jetzt zwei Möglichkeiten der Energiefreisetzung. Einmal Spaltung, wo ich praktisch schwere Atomkerne zertrümmer, die dann stabiler sind, die Endprodukte. Die Energie wird frei als Bewegungsenergie. Aber eben auch die Fusion, wo hier die Schritte wesentlich größer sind von einem zum nächsten Atom im Kern, als es hier bei der Spaltung ist, sodass ich praktisch hier wesentlich mehr Energie pro Nukleon normiert freisetzen kann. Die Frage, die erste ist natürlich, um die Atomkerne zusammenzubringen, die sind ja positiv geladen, wie kann ich die Coulomb-Kraft überwinden? Das ist ja eine abstoßende Kraft. Das ist halt hier einmal dargestellt, dass das Coulomb-Potenzial steigt ja an, wenn ich zwei positiv geladene Kerne zusammenbringe. Und ich muss die halt so nah zusammenbringen, dass ihr Abstand größenordnungsmäßig im Kernradiusbereich liegt. Das sind 1,3 Femtometer, also wirklich eine sehr geringe Größe, wo man sehr große elektrostatische Abstoßung hat. Wenn man jetzt mal ausrechnet, wie stark denn dieses abstoßende Potenzial ist für die Parameter in der Sonne, was ich überwinden muss, um die Fusion zu erreichen, dann kriegt man raus, dass es eine Energie von 0,6 Megaelektronenvolt. Tatsächlich weiß man aber, dass die Temperatur im Zentrum der Sonne sowas wie 1,5 Kiloelektronenvolt beträgt, also größenordnungsmäßig kleiner ist. Und dann ist die Frage, was macht jetzt die Fusion da möglich? Da gibt es zwei Effekte. Einmal der Tunneleffekt und die Maxwell-Verteilung. Sprich, wir haben hier eine Temperaturverteilung vorliegen. Das heißt, ich habe immer einen gewissen Prozentsatz von Teilchen für der Protonen in der Sonne, die eben eine deutlich höhere Energie haben als die mittlere Temperatur. Und die Kombination aus beiden ergibt die Fusionswahrscheinlichkeit. Das ist mal hier so grob schematisch aufgetragen. Das ist die Energie, die X-Achse, und Y ist sowas wie die Häufigkeit. Blau ist jetzt praktisch einfach die Temperaturverteilung. Habe ich denn hier die mittlere Temperatur hier oben, also eine typische Maxwell-Verteilung, dann ist der Maxwell-Schwanz hier, wo ich die heißen Teilchen habe. Orange oder braun, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher mit meiner leichten Farbblindheit, aber ist ja egal, das ist die Fusionswahrscheinlichkeit, wenn ich zwei einzelne Teilchen habe und die aufeinander schieße, wie die fusionieren, im Falle für zwei Protonen, die steigt eben an mit der Energie. Wenn ich diese beiden Faktoren praktisch miteinander falte, multipliziere, dann kriege ich diese grau schraffierte Kurve rauf, was denn eben für ein Gas, was ich hier habe, die Fusionswahrscheinlichkeit dargibt. Und das kann man jetzt machen für zwei Protonen, das mal ausrechnen mit den Parametern der Sonne. Und dann kann man eben ausrechnen, dass zwei einzelne Protonen im Schnitt so etwas wie 10 hoch 10 Jahre brauchen, um sich zu treffen und zu fusionieren. Das ist also etwas, was irgendwie nicht so richtig praktikabel ist auf der Erde. Für die Sonne ist das kein Problem, zum Beispiel, weil sie eine sehr hohe Dichte hat. Und zwar dann ist die Sonne sehr groß und auch sehr alt. Also da ist das dann kein Problem, aber auf der Erde unrealistisch. Und schaut man sich verschiedene Fusionsreaktionen an, dann ergibt sich die Deuterium-Tritium-Fusion, das ist schwerer und überschwerer Wasserstoff, als aussichtsreichsten Kandidat, weil eben schon bei der geringsten Energie man die höchste Fusionswahrscheinlichkeit bekommt. Aus Deuterium und Tritium entsteht ein Heliumkern, ein Alpha-Teilchen und ein Neutron, was elektrisch neutral ist. Und wenn man jetzt die daraus frei werdende Energie, die habe ich hier in Klammern angegeben, mal ausrechnet, mal hinnimmt und sagt, ich möchte jetzt ein Kraftwerk haben mit einer Leistung, mit einer installierten Leistung von 1 Gigawatt, dann ergibt das so etwas wie 100 Kilogramm Deuterium und 150 Kilogramm Tritium pro Jahr wohlgemerkt. Und das ist also tatsächlich sehr überschaubar für so ein Kraftwerk. Und die Verfügbarkeit des Brennstoffs ist halt auch recht gut. Deuterium kann man einfach aus Meereswasser gewinnen und gibt es praktisch auf geologischen Maßstäben genügend auf der Erde vorhanden. Tritium ist radioaktiv. Das ist mit einer Halbwertszeit von 12,3 Jahren praktisch nicht vorhanden. Das muss man sich erbrüten aus Lithium. Aber auch Lithium gibt es in, ich sag mal, geologischen, also für die menschliche Zivilisation ausreichenden Maßstäben vorhanden. Momentan laufen gerade jetzt noch keine Experimente mit Tritium. Es liefen in der Vergangenheit zwei Tokamaks, zwei Experimente, zu denen komme ich gleich. Einmal in Amerika und einmal in England, wo diese Tritium-Experimente stattfinden. Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt ist es ja so, ich habe ja gesagt, Deuterium und Tritium ist die größte Wahrscheinlichkeit und die beste Wahrscheinlichkeit auf der Erde, ein Plasma zu erzeugen, bei der geringsten Temperatur, bei der geringsten Energie. Aber diese Energie ist immer noch 15 Kiloelektronenvolt. Und das ist eine Temperatur von 150 Millionen Grad und da liegt Materie natürlich im Plasmazustand vor. Da gibt es also kein Gas mehr. Wenn man eben sich diese Materie-Definition hinnimmt von fest zu flüssig über gasförmig, wenn wir jetzt noch weiter die Energie, die Temperatur erhöhen, dann kommen wir irgendwann in den Plasmazustand, wo praktisch
man geladene Teilchen hat, Ionen, Elektronen und noch ein paar neutrale. Und wenn man sich dann mal anguckt, was praktisch die Griechen vor 2500 Jahren gesagt haben, ist das denn nicht so falsch, wenn man will, dass man praktisch alles aus vier Elementen besteht, aus Erde, Wasser, Luft und Feuer in dem Fall. Auf der Erde sind Plasmen im Regelfall nur künstlich erzeugend da, also mittlerweile aus der Mode kommende Energiesparlampen sozusagen. Hier unten, das ist ein ganz nettes Beispiel, da haben wir mal bei Osram angefragt, die haben uns eine Energiesparlampe geliefert, die nur auf der rechten Seite mit dem Leuchtstoff beschichtet ist, auf der linken nicht. Das heißt, auf der linken Seite sieht man direkt das Plasma und ohne den Leuchtstoff eben außen, das ist teilweise im UV-Bereich, wird da Licht abgestrahlt, der dann in dem Leuchtstoff in Sichtbarsicht umgewandelt wird. Ansonsten spielen Plasmen in der Technologie eine große Rolle, zum Beispiel für ETS-Verfahren, aber auch für Beschichtungsverfahren. Hier sind diese Bereiche, die nicht zerkratzt sind, sind mit einer Kratzschutzschicht beschichtet. Reinigungsprozesse, das sind ja Paprikaflocken, die mit einem Plasmaverfahren gereinigt wurden. Oder auch Sterilisierung im medizinischen Bereich mit so kleinen Plasmabrennern sozusagen. Ansonsten hat man auf der Erde Blitze, wo Plasmen vorkommen. Das ist eine natürliche Erscheinung. Oder auch, wenn man ein bisschen höher geht, eben spektakulärere Erscheinungen sind dann die Polarlichter, Aurora Borealis oder hier Australis in dem Fall gezeigt von der Space Station, von der ISS, wenn ich mich nicht täusche, fotografiert. Das sind eben sehr schöne Plasma-Leuchterscheinungen hier. Und dann natürlich die Sonne, hier eine etwas ältere Aufnahme dargestellt. Das ist auch ein einziger Haufen großer Plasma-Ansammlung. Und im Endeffekt ist es eben so, Plasmen sind eigentlich überall vorhanden und 99,9% des sichtbaren Universums bestehen aus Plasmen. Also alles, wenn man hochguckt nachts, was man leuchten sieht, ist praktisch alles eine einzige Plasmaentladung. Um jetzt mal ein bisschen wissenschaftlich eine Definition zu machen von Plasma, also was ein Plasma praktisch ist. Es ist ein nach außen hin neutrales Gas, bestehend aus geladenen Teilchen, Ionen und Elektronen und neutralen, in denen kollektive Effekte dominieren. Und das unterscheidet es ganz wesentlich von dem klassischen Gas, wo ich ja nur, in dem idealen Gas habe ich ja nur durch direkte Stöße Wechselwirkung. In dem Plasma hingegen sieht das Elektron an der einen Stelle schon ein weiter entferntes Elektron oder Ion aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung, was eben kollektive Effekte zur Folge hat. So, kommen wir zum magnetischen Einschluss. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt auf der Erde eine Art Sonne nachbauen möchte und ich brauche, also wir haben schon gelernt, der Fusionsprozess auf der Sonne, der ist nicht gut, also nehmen wir den Deuterium-Tritium-Fusions, die Reaktion, müssen wir noch etwas heißer werden, 150 Millionen Grad. Da kann man jetzt natürlich kein Material nehmen, was das einschließt. Es ist aber so, ein Plasma besteht aus geladenen Teilchen, also können wir Magnetfelder zum Einschluss nehmen. Das ist hier auf der Sonne praktisch mal dargestellt. Das ist wieder das Foto von eben. Und da sieht man eben entlang dieser Linien hier, dieser Materieauswürfe auf der Sonne, das sind praktisch Magnetfeldlinien. Und entlang dieser kann das Plasma sich frei bewegen, weil es eben geladene Teilchen sind, Ionen und Elektronen. Und genau so kann man dann auch versuchen, das Plasma einzuschließen und aber auch Teilchen und Wärmeflüsse auf Wandmaterialien zu kontrollieren. Das ist natürlich ganz einfach basierend auf der Lorentzkraft, die man lösen muss. Schaut man sich die Lorentzkraft an, rechte Handregel für Elektronen und oder Ionen, kriegt man praktisch eine Gyrationsbewegung raus entlang der Magnetfeldlinie. Ionen rotieren andersrum als Elektronen. Und wenn man denen jetzt noch eine Geschwindigkeit parallel zum Magnetfeld mitgibt, dann kriegt man eben so schöne Helikalbewegung. Rot jetzt hier mal für Ionen, blau für Elektronen dargestellt, die also einen unterschiedlichen Drehsinn haben. Und wenn ich dann die Energie dieser Teilchen verändere, dann wird der Radius dieser Drehbewegung, das ist der sogenannte Lamo-Radius, eben größer mit mehr Energie. Und wenn ich das Magnetfeld erhöhe, wird er praktisch kleiner. Und so kann ich diese Bewegung halt kontrollieren. Und hier kommen wir wieder zurück zu den Polarlichtern. Es ist nämlich so, wenn die Sonne geladene Teilchen aussendet, sage ich jetzt mal vorsichtig neutral, dann können diese Teilchen im Magnetfeld der Erde gefangen werden, können dann praktisch gurieren über die um die Magnetfeldlinie herum, wie man das hier so dargestellt sieht. Begeben sie sich jetzt in Richtung der magnetischen Pole, steigt die Magnetfeldstärke an, der Gyrationsradius wird kleiner und im Endeffekt können die Teilchen praktisch, die Parallelbewegung wird langsamer. Die können dann umkehren und sind praktisch gefangen in diesem Magnetfeldspiegel, wie man hier sieht. Und wenn die Teilchen dann eben mit der Atmosphäre wechselwirken, zum Beispiel hier im Norden oder hier im Süden, kann man eben diese Polarlichtererscheinungen sehen. Da initiieren sie praktisch Gase aus der Atmosphäre, die dann eben diese Leuchterscheinungen machen. Und ganz entsprechend waren die ersten Fusionskonzepte auch genau solche magnetischen Spiegel. Hier sind die Magnetfeldlinien, sollen das sein, dargestellt mit zwei Spiegeln, mit zwei Magneten an den Enden. In der Mitte hat man ein Plasma. Aber das ist eben so, da hat man praktisch wahnsinnige Verluste an den Enden und hat das schnell wieder verworfen.
Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den 40er Jahren. Und dann ist man praktisch recht schnell zu einem Toroidal-Konzept gekommen, wo man praktisch das Plasma hat man jetzt hier in diesem Torus, in diesem Reifen, in diesem Torus drinnen. Und die Idee war hier, dass man wie so ein Transformator, dass man praktisch hier einen Transformatorkern hat. Hier hat man eine Primärwindung, durch die fahre ich eine Spannung rauf. Und dann habe ich hier ein Gas, ich habe ein paar freie Elektronen. Durch diese Spannungsänderung werden die Elektronen hier drin beschleunigt. Ich induziere hier praktisch einen Strom drin, der ionisiert das Gas und so erzeuge ich mir mein Plasma. Und da gab es 1946 sehr schön schon das erste Patent auf einen Fusionsreaktor, der aber von stark vereinfachten Annahmen ausgegangen ist und entsprechend nicht funktioniert hat. Aber seitdem verfolgt man praktisch so ein toroidales Konzept. Und das haben die russischen Kollegen, damals in der Sowjetunion, perfektioniert und haben daraus das Tokamak-Konzept entworfen. Das ist also wieder so, dass ich hier in Blau diesen Transformator habe. Hier fehlt jetzt hier wäre jetzt von eben die gedachte Primärspule, die kann ich natürlich auch hier im Zentrum haben, die induziert dann hier rot diesen Strom im Plasma. Dazu habe ich jetzt aber noch grün hier Magnetfeldspulen, die ein starkes Magnetfeld entlang des Stromes noch dazu erzeugen, sodass ich dann verschraubte Magnetfeldlinien habe. Diese Magnetfeldlinien sind die durchgezogenen Linien hier, die sind so verdrillt wie bei einer Schraube. Und so erzeuge ich eben ein stabiles Plasma. Der Nachteil davon ist, das ist natürlich nur im gepulsten Betrieb möglich, weil ich kann nur dann hier einen Strom induzieren, solange ich noch irgendwie in der Primärwindung, in der Primärspule irgendwas rauf oder runter fahren kann. Ein großer Vorteil ist, ich habe eben so schon eine Art Heizung, um das Plasma hier aufzuheizen. Die bisher größte Umsetzung von so einem Tokamak ist JET, ist der Joint European Torus in England, in UK, in Südengland. Und da sieht man praktisch hier mein Mauszeiger, die Größe gibt jetzt den typischen englischen Fusionsforscher, sag ich mal, der neben dem Experiment steht. Das ist also wirklich schon eine ganz gewaltige Anlage mit einem großen Radius, also vom Zentrum der Anlage zum Mittelpunkt des Gefäßes, hier 3 Meter, einem Plasmavolumen von 100 Kubikmeter. Und einem Strom, der da induziert wird, von ungefähr 5 Megaampere. Das ist also wirklich auch schon gewaltiger Strom. Und das ist auch das Experiment, was den bisherigen Rekord an Fusionsleistung hat. 1997 wurden dort praktisch 16 Megawatt an Fusionsleistung erzeugt. Und thermisch wurden 67% der reingesteckten Energie praktisch in Fusionsleistung freigesetzt. Das heißt, dort sind gerade diese Deuterium-Tritium-Experimente gelaufen und aktuell wird auch wieder eine solche Messkampagne vorbereitet. Und wenn man jetzt mal JET von innen sieht, wir hatten ja vorhin schon ASTEX Upgrade in München gesehen. Hier ist nochmal ein bisschen größer JET, da befindet sich auch ein Forscher drin. Das sind also wirklich sehr große Anlagen. Der nächste Schritt ist ITER. ITER ist designed für Break-Even, soll heißen, ITER wird das erste Mal mehr Energie freisetzen in dem Plasma, als nötig war, um es aufzuheizen. Und ich kann das jetzt ein bisschen schlecht sehen, aber doch da ist der Forscher, genau, da steht jetzt am Kopf meiner Maus der Pfeilspitze. Und das Experiment ist also entsprechend nochmal deutlich größer, hat jetzt ein Volumen von 840 Kubikmeter und der Strom ist auf 15 Megaampere. ITER befindet sich aktuell im Aufbau, 2025 sollen die ersten Experimente stattfinden. Und eben diese Break-Even-Experimente, also die ersten Experimente, wo praktisch mehr Energie freigesetzt wird, als man nötig hatte zur Aufheizung des Plasmas, sind 2035 geplant. ITER ist groß, basiert allerdings auf relativ konservativen Annahmen, deswegen hat ITER eigentlich sehr gute Erfolgsaussichten. Ist ein internationales Projekt, die Hälfte der Weltbevölkerung macht da praktisch mit, das ist EU, Russland, Südkorea, Indien, China, Japan, USA und auch Mächte, die sich eigentlich sonst vielleicht nicht so grün sind, arbeiten da sehr schön zusammen. Und das ist auch eines der tollen Sachen an der Fusionsforschung, dieser internationale Charakter, den man da hat. Und als Standort eben für ITER ist Cadarache für Südfrankreich gewählt, wo es eben, wie gesagt, gerade aufgebaut wird. Das andere Prinzip, was auch schon erwähnt wurde, ist der Stellarator. Hier mal dargestellt, blau Magnetfeldspulen. Und die hier vorne sind nur weggelassen, um das Plasma zu sehen, in gelb. Und man sieht schon, die Magnetfeldspulen haben eine deutlich kompliziertere Form. Und das ist ganz einfach deswegen, weil man hier ausschließlich Magnetfeldspulen hat, um das Magnetfeld zu erzeugen. Man hat keinen im Plasma induzierten Strom. Dadurch ist der Stellarator praktisch für Steady-State-Betrieb ausgelegt. Das ist der Vorteil gegenüber dem Tokamak. Der Nachteil ist eben diese Dreidimensionalität. Das heißt, das Design solcher Spulen kann man auch erst verlässlich machen, praktisch mit der Hilfe von wirklich großen Computern, großen Supercomputern.
Wir haben das Glück in Deutschland, dass wir sowohl einen großen Tokamak als auch einen Stellarator haben, tatsächlich den größten Stellarator auf der Welt, in Greifswald im Norddeutschland. 2015 in Betrieb gegangen. Hier sieht man jetzt den norddeutschen Wissenschaftler, sage ich mal, daneben stehen oder Ingenieur neben dem Experiment. Und da sieht man eben, das hat auch schon ganz gewaltige Abmessungen. Hier ist jetzt der Radius etwas größer mit 5,5 Metern, der Plasmaradius etwas kleiner. Aktuell befindet sich das Experiment im Ausbau, hat aber bereits Rekordwerte für die bisherigen Stellaratoren übertroffen und bessere Performance abgeliefert. Wie würde jetzt ein Fusionskraftwerk aussehen? Da habe ich dieses Bild hier genommen vom Max-Planck-Institut. Da hat man hier oben, es ist jetzt mal schematisch eher an den Tokamak orientiert, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Ich füge den Brennstoff hinzu, Deuterium-Tritium, das ist die Reaktion, die hier unten nochmal steht. Und die Fusionsprodukte sind ja eben Helium und Neutron. Das Helium, das Alpha-Teilchen ist elektrisch geladen, das heißt, das wird vom Magnetfeld weiter eingesperrt und soll auch dazu beitragen, das Plasma weiter aufzuheizen. Das Neutron hat ja nun keine Ladung, knallt also an die Wand, aber das soll es auch. In der Wand soll es zum einen die Wand warm machen, um praktisch über ein einfaches Wärmetauschersystem eine Turbine anzutreiben und so Strom einzuspeisen, aber eben auch aus dem Lithium, was hier zugeführt wird, das Tritium zu erzeugen. So, nochmal die Ressourcen, das hatte ich ja schon gesagt, 100 Kilogramm Tritium, 150 Kilogramm Deuterium. Vergleicht man das mit dem Steinkohlekraftwerk, was das pro Jahr braucht, 2,7 Milliarden Kilogramm, das ist natürlich deutlich mehr. Das liegt einfach daran, dass bei der Kernfusion hat man eben die Kernenergien, sind ja typischerweise im Bereich von Megaelektronenvolt, wohingegen so ein Steinkohlekraftwerk chemische Prozesse sind im Elektronenvolt-Bereich. Also da sieht man schon, dass ein Faktor 1 Million dazwischen. Ja, und um das mal in etwas handlichere Zahlen zu bringen, gibt es da mal diesen schönen Vergleich, dass eine Familie, eine vierköpfige Familie, Durchschnittsverbrauch in Deutschland, verbraucht sowas wie 75 Milligramm Deuterium und 225 Milligramm Lithium gegenüber 1000 Litern Öl. Denn diese Brennstoffe könnte man eben praktisch aus grob 3 Litern Wasser und dann eben 3 solchen faustgroßen Gesteinsbrocken gewinnen. Und eben die Verfügbarkeit der Brennstoffe und auch die Gleichverteilung auf der Erde. Es gibt dann eigentlich keine Länder, die ausschließlich jetzt auf Deuterium sitzen zum Beispiel, sondern das ist auch einer der Vorteile, dass es eben auf der Erde praktisch gleich verteilt ist. Wie kriegt man jetzt raus, was für Parameter das Kraftwerk im Endeffekt fahren muss? Es ist ja ganz interessant, dass man praktisch von der Plasmaphysik her weiß, was für Parameter ich brauche. Aber für das gesamte Kraftwerk muss man eine Leistungsbilanz aufstellen. Man guckt sich praktisch an, dass die Fusionsleistung soll größer sein als die Verluste. Fusionsleistungen sind dann eben die Alpha-Teilchen, weil die durch ihre Ladung das Plasma weiter aufheizen können. Verluste einfach Transport, aber auch Bremsstrahlung, also elektromagnetische Strahlung. Dann kann man für jeweils beide Prozesse Formeln aufstellen. Die Formeln kann man umformen, sodass man am Ende eine Ungleichung erhält, wo man links 3 Größen stehen hat. Deswegen heißt es auch Trippelprodukt. Das ist einmal die Dichte im Plasma, die Temperatur und die Energieeinschlusszeit, auf die kommen wir gleich noch. Und die muss größer sein, dieses Trippelprodukt, als ein Bruch auf der rechten Seite. Dieser Bruch hat ein Minimum eben bei diesen 15 Kiloelektronenvolt. Deswegen ist das praktisch die optimale Temperatur, die man erreichen muss. So, jetzt haben wir ja links 3 Größen stehen. Dichte und Temperatur sind jetzt begrenzt beide. Temperatur, wie gesagt, sollte ungefähr 15 Kiloelektronenvolt sein. Dichte kann auch nicht beliebig hoch sein. Deswegen kommt in diesem Tau eine große Bedeutung zu. Die Energieeinschlusszeit ist praktisch die Zeit, wie lange die Energie in dem System ist, wenn man keine weitere Heizleistung hinzufügt. Wie lange dauert die Kaffeetasse zum Abkühlen, ist immer das plakative Beispiel dafür. Schaut man sich mal den Fortschritt in den letzten Jahren an, da hat man hier genau dieses Trippelprodukt als Funktion der Zeit aufgetragen. Das ist jetzt hier logarithmische Maßstäbe. Jedes Punkt ist ein Experiment und da hat man, sieht man praktisch in den 1970er Jahren bis 1997 hat man wirklich einen wahnsinnigen Fortschritt gehabt, eine Verdopplungsrate von 1,7 Jahren, was also noch ein bisschen schneller ist als das Mooresche Gesetz, was da mal zum Vergleich hergenommen wird. Aber da ist dann praktisch jetzt eine Pause von ungefähr 30 Jahren durch ITER gegeben, aus verschiedenen Gründen. Aber ITER ist eben dieser Bereich, wo man dieses, was praktisch ein brennendes Plasma dann haben wird, also wo mehr Energie freigesetzt wird. Schlüsselt man dieses Trippelprodukt noch ein bisschen nach Experimenten auf? Eben waren ja nur einfarbige Punkte. Hier ist jetzt mal, damit man das auch besser erkennen kann, gegen die Temperatur einfach ein Zentrum aufgetragen. Blaue Vierecke sind jetzt Tokamaks und rote Kreise sind eben Stellaratoren. Und da kann man sehen, die Tokamaks dominieren hier ganz klar, was eben einfach daran liegt, dass die Tokamaks einfacher zu bauen sind. Sie sind praktisch eine Maschinengeneration vor dem Stellarator, sagt man ungefähr. Und eines der Ziele von W7X, das in Greifswald in Betrieb ist, ist es eben zu zeigen, dass sie genauso gut sind wie ein äquivalenter Tokamak.
Und da ist Visium X bisher auf einem sehr guten Weg, hat hier, wie gesagt, schon Rekordwerte aufgestellt und wird das sicherlich noch etwas weiter pushen. So, jetzt ist ja diese, also ich habe ja gesagt, Tau E, der Wärmeeinschluss, die Wärmeisolation ist das Herausfordernde. Dichte und Temperatur hat man praktisch seit den 80er Jahren bereits erreicht. Und diese Wärmeisolation äußert sich eben in der Energieeinschlusszeit, das Tau E. Da kann man empirische Skalierungsgesetze aufstellen, wo man sieht eben, dieser Energieeinschluss skaliert mit dem Volumen, den Magnetfeld, gehen wir jetzt erstmal drauf ein. Und wenn man diese Skalierung aufträgt gegenüber dem gemessenen Energieeinschlusszeit, also hier hat man praktisch die gemessene Energieeinschlusszeit gegenüber den Skalierungen aufgetragen, da sieht man eben, die liegen sehr schön auf einer Linie über viele Größenordnungen. Das ist also eine sehr gute Skalierung. Und unter anderem auf dieser Skalierung basiert eben auf ITER. Das ist praktisch wirklich einfach nur eine Extrapolation entlang dieser Grade, basiert also auf einer sehr soliden Datenbasis. Aber es ist eben so, man hat ja das Volumen drinstehen. Und Fusionsplasmen brauchen deswegen eine bestimmte Mindestgröße eigentlich. Das ist so ein bisschen wie eine der Bergmannschen Regeln in der Biologie. Säugetiere können nicht beliebig klein sein, weil sie sonst zu viel Energie über ihre Oberfläche abstrahlen. So ist das beim Plasma auch. Ich muss es groß machen, weil das Volumen steigt an der dritten Potenz an Oberfläche und an der zweiten. Das heißt, normiert gesehen ist die Energie, die Verluste sind dann praktisch geringer. Und entsprechend sind hier die Plasma-Querschnitte dargestellt. Hier ist einmal in Blau ist das A6 Upgrade, das Experiment in Garching bei München. Dann JET, was ich erzählt hatte, der momentan größte Tokamak. Und ITER eben im Querschnitt nochmal deutlich größer. Aber ITER braucht eben eine gewisse Mindestgröße. Wie erreicht man nun diese 15 Kiloelektronenvolt oder 150 Millionen Grad Celsius Äquivalent? Da hat man zum einen im Tokamak eben den Strom, den man ja induziert, und Ströme haben ja aufgrund des Widerstandes im Plasma, aufgrund der Resistivität auch eine Heizung. Allerdings sinkt die Resistivität mit steigender Temperatur. Das ist natürlich blöd und ärgerlich. Deswegen kommt man damit nur, in Anführungszeichen, bis ca. 2 Kiloelektronenvolt, und man braucht weitere Heizmechanismen. Da hat man einmal Neutralteilchen, die man einschießt, wo man praktisch hochenergetische Teilchen hat, Größenordnung Mega-Elektronenvolt bei ITER. Das sind dann sowas wie 2 mal 16 Megawatt an Leistung, die man da einstrahlt. Man hat elektromagnetische Wellen, die man einstrahlt. Einmal ein System, was an die Gyration der Elektronen und Ionen jeweils ankoppelt, auch im Megawatt-Bereich jeweils. Und dann natürlich noch die Alpha-Teilchen, die ja in der Fusion entstehen und die natürlich eine ganze Menge an Leistung haben, die auch dazu beitragen sollen, dass Plasma weiter aufzuheizen. Was limitieren die Fusionsplasmen? Gut, Dichte und Temperatur, habe ich ja gesagt, sind limitiert durch die Fusionsreaktion. Für Deuterium Tritium gibt es einfach einen optimalen Wert. Die kann also nicht beliebig hoch sein. Nun hat man am Randbereich extrem große Unterschiede auf kurzen räumlichen Bereichen. Man hat sehr steile Gradienten. Ich habe 150 Millionen Grad, muss praktisch in wenigen Zentimetern auf Null gehen, weil ich das Experiment mit supraleitenden Spulen einschließe. Diese steilen Gradienten sorgen für Mikroinstabilitäten, die Turbulenz treiben. Hier ist mal ein Snapshot einer Simulation dargestellt, wo man nur den turbulenten Anteil sieht von der Plasmadichte. Da sieht man eben, wie stark die praktisch variiert, räumlich und auch in der Zeit. Dann gibt es Makroinstabilitäten, also das ganze Plasma sich bewegt. Die Wärmeflüsse auf die Wand sind ein Thema, denn die sorgen zum einen für Verunreinigungen. Und entsprechend ist das Wandmaterial entscheidend. Und dann braucht man natürlich noch schnelle Diagnostik praktisch, um das Plasma sauber zu kontrollieren. Wenn man das Ganze mal versucht zusammenzufassen, dann ging es eben darum, dass man durch den steigenden Energiebedarf sich möglichst alle Optionen offen hält. Und die Fusion ist da meiner Meinung nach immer, ich sehe das immer als Teil eines potenziellen Energiemixes. Den Plasmaeinschluss erledigt man praktisch durch Magnetfeldkäfige. Aufgrund der elektrischen Ladung geht das halt. Deuterium-Tritium-Fusion ist das, was wir favorisieren, aufgrund der vergleichsweise geringen Aktivierungsenergie. Das Triple-Produkt als Bedingung für die Zündung. ITER hat eine gewisse Mindestgröße, vorgegeben aufgrund einer sehr breiten Basis an Experimenten. Man braucht verschiedene Heizmethoden, um das Plasma aufzuheizen. 2025 wird ITER in Betrieb gehen und eben 2035 diese Break-Even-Experimente machen. Dann habe ich jetzt nicht so viel darüber geredet, aber Kernfusionsreaktoren sind im Prinzip inhärent sicher, insofern inhärent sicher, als dass es halt wirklich verdammt viel Arbeit ist, das Plasma stabil zu halten. Und das funktioniert zwar auch, aber wenn man nicht aufpasst und es wird instabil, dann geht es dann einfach aus. Weil es ist praktisch immer noch ein Unterdruck da drin. Und wenn irgendwas passiert, dann geht das Plasma einfach aus und das war's. Man braucht keine Endlagerung radioaktiven Materials, das ist Abgrenzung zur Kernspaltung. Und dann für den Physiker ist es natürlich ganz spannend, weil es eben aufgrund dieser ganzen Instabilitäten auch zahlreiche physikalisch spannende Phänomene gibt, die man sich hier da angucken kann.
Dann gibt es ja noch einen Haufen weiterführende Literatur, durch die gehe ich jetzt aber natürlich nicht durch. Genau, das war so der Versuch in meiner Einführung und da können jetzt gerne auch Fragen zukommen, wenn dann welche sind. Genau, vielen Dank, Alf. Und jetzt schießen Sie los bitte mit den Fragen. Versuchen wir es einfach mit einfach Fragen und wenn es kunterbunt wird, nehme ich Wortmeldungen per Hand heben. Also fragen Sie. Ja, hallo Alf, kann man mich hören? Ja, kann man. Alles klar. Ich hätte eine physikalische Frage ganz am Anfang zu dem Spiegel von dem Plasma in der Atmosphäre. Kann man auf einfache Weise verstehen, warum es diese Umkehrpunkte gibt, warum die Teilchen kurz vor der Erdoberfläche wieder umdrehen? Ja, gute Frage, genau. Also was da passiert ist praktisch, also vereinfacht gesagt ist es so, die Geschwindigkeit, mit der die Teilchen rotieren, hängt von der Magnetfeldstärke ab, ne? Und wenn jetzt die Magnetfeldstärke Richtung der Polen, Richtung zu den magnetischen Polen ansteigt, dann erhöht sich die Geschwindigkeit, die Rotationsgeschwindigkeit. Aber die Energie muss ja irgendwo herkommen und die kommt praktisch aus der Parallelbewegung. Die wird dann weniger und so kann es dann praktisch zu dem Umkehr kommen, wenn die Energie, die das Teilchen nicht hat, parallel schon groß genug ist. Also die können dann auch einfach durchfliegen, weil wenn die Parallelbewegung vorher nicht groß genug ist, dann kann die so weit verringert werden, dass sie sich praktisch einfach umdreht, weil die Energie irgendwo herkommen muss von der Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit. Okay. Weitere Fragen? War das alles total deutlich? Oder total erschlagen, immer, je nachdem. Oder seid ihr total erschlagen, genau. Also wenn niemand sonst eine hat, dann stelle ich noch eine. Ich meine, der Spruch ist uralt. Kernfusion wird immer in 50 Jahren funktionieren. Wird es irgendwann wirklich funktionieren? Genau, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Das hast du 50 Jahre gesagt, das gibt es auch mit 30 Jahren. Also da kann man jetzt ein bisschen länger ausholen. Es ist so, 1958, haben verschiedene Länder entschieden, Kernfusion nicht mehr geheim zu halten. Also Sowjetunion und USA und England allen voran. Und gab es eine große internationale Konferenz und da hat das erste Mal jemand gesagt, Kernfusion wird es in 20 Jahren geben. Und zwar als öffentliches Statement. Da wurde auch von ein paar Physikern für kritisiert, aber das war draußen und seitdem rechnet man damit. Es ist so, dass man vor 20 Jahren in den 50er Jahren gedacht hat, dass, so wie ich das hier unten dargestellt habe, dass das praktisch ausreicht und dass es passt auf einen Tisch, ne? Das passt auf einen normalen Tisch, dass das ausreicht, um einen Fusionsreaktor zu machen. Was man nämlich überhaupt nicht beachtet hat, ist in dem Fall, dass die Teilchen eben aufgrund ihrer kollektiven Wechselwirkung viel mehr miteinander wechselwirken, als man das praktisch damals vorausgesehen hat. Da ist man nicht von diesem kollektiven Verhalten ausgegangen und dadurch hat man eben viel höhere Transportverluste. So, jetzt rede ich ja ganz viel, aber sozusagen, um es ein bisschen abzukürzen, ist es so, dadurch, dass ITER eben das erste Mal zeigen wird, und wir sind uns eigentlich alle relativ sicher, dass es funktioniert, weil es auf relativ konservativen Annahmen basiert, dass man mehr Energie freisetzen kann, als man reingesteckt hat. Die Experimente, wie gesagt, 2035. Und dann ist es praktisch so, dass man sagt, okay, so könnte ein Demonstrations-Tokamak aussehen. Hier wären dann die Baupläne. Und der nächste Schritt heißt dann eben auch Demo. Demo wäre ein solcher Prototyp eines echten Kraftwerkes. Da würde man sich 2035 praktisch, die Idee ist, dass man sich dann hinsetzt, die Baupläne finalisiert und dann sagt, dann anklopft, wo man das Geld praktisch herkriegt. Und dann so, jetzt können wir das bauen. Und das dann typische Zeit zum Bauen, weiß ich jetzt auch nicht, da sage ich mal 10, 15 Jahre, sodass man 2050, 55 vielleicht einen solchen Prototypen hätte. Und dann muss man eben gucken, dann ist es eine politische Frage irgendwann. Ne? Also ich sehe es immer so, also meine Antwort ist immer darauf, 2050, 55 hat man vielleicht sowas fertig, dann habe ich hier in der Schublade was, dann gebe ich das einem Entscheidungsträger und sage praktisch, hier hast du eine mögliche Lösung als Grundlastkraftwerk für ein Energieszenario, der, wie ich finde, sehr attraktiv ist. Und jetzt musst du als Entscheidungsträger gucken, ob das jetzt reinpasst in unseren Energiemix und politisch gewollt ist und so weiter. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Alf, du hast gerade gesagt, das sind Reaktoren für die Grundlast. Wie flexibel können die auf aktuelle Bedürfnisse, auf Schwankungen im Strom jetzt reagieren? Ja, gute Frage, Tobi. Also es ist halt ein großes Grundlastkraftwerk. So jetzt,
Also mit der Kraftwerkstechnologie kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht so aus, muss ich gestehen direkt. Darf ich da ein paar... Ja, gerne, genau. Was dazu sagen? Habe ich gehofft, also ja. Es ist im Endeffekt ist es ein Dampfkraftwerk. Und das Einzige, was uns interessiert, ist eigentlich, wie viel Energie können wir innerhalb einer bestimmten Zeit nachliefern. Und das hängt halt hauptsächlich von der Masse ab, die da erwärmt wird. Also ganz konkret werden das dann die Blankets sein, die einfach eine gewisse Masse haben und einen bestimmten Wärmestrom haben werden. Da wird es sicher Zahlen geben dazu. Aber im Endeffekt wird es ziemlich sicher sehr schnell gehen. Weil im Prinzip, dass wir produzieren Wärme und die wird abgegeben, in Dampf umgewandelt. Und das geht sehr schnell. Ja. Also es ist nicht so wie ein Kohlekraftwerk, das erst langsam einheizen muss, hochfahren muss und so weiter. Oder ein Spaltungskraftwerk, das runterfahren muss, rauffahren muss und so weiter. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich Alf bitten, die Präsentation nicht mehr weiter zu teilen und dann alle Teilnehmer bitten, die eine Kamera haben, die Kamera einzuschalten, weil jetzt ist es Zeit für das Gruppenfoto. Wir haben genau 16 Teilnehmer und ich habe hier 16 Kasteln auf dem Bildschirm. Das ist ja wunderbar. Ich warte noch eine Sekunde auf die anderen, die die Kamera noch nicht haben. Und dann... Okay, da kommen nicht mehr. Und dann versuche ich das jetzt mal mit Alt und Drucken. Also bitte grinsen. Wow. Und ich habe das jetzt funktioniert. Ich probiere es noch einmal. Ach so, warte, ich muss das vielleicht dann wo einfügen. Das hat nicht funktioniert. Noch einmal, also Alt und Druck jetzt. Ja, das funktioniert mir hier nicht. Hat jemand einen anderen Tipp? Sonst mache ich geschwind eins, Liesel, da schicke ich dir dann. Ja, bitte, mach das ja. Also genau, 3, 2, 1. Jo, habe eins, alles klar, schicke ich dir. Super, danke. Okay, wunderbar. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Teil unserer lokalen Veranstaltung und dann ist wieder Alf dran. Und Alf wird jetzt das Classroom Material, also die Unterlagen, die für die Klassenzimmer vorbereitet worden sind, präsentieren. Genau, also es handelt sich hier um eine Beschreibung des Unterrichtsmaterials, also genau das ist noch nicht das Unterrichtsmaterial. Das wird von FuseNet praktisch erstellt und in Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Max-Planck-Institut auf Deutsch übersetzt. Und dann danach zur Verfügung gestellt. Und da gehen wir nochmal durch. Also da gibt es dann praktisch eine Umschreibung des Ganzen. Und ich glaube, Liesel, du hattest es ja so überlegt, dass man jetzt einfach direkt darüber reden kann, das als Diskussionsgrundlage praktisch eigentlich nehmen kann. Ja, ich denke auch. Also das Vernünftigste ist jetzt, glaube ich, um da das wirklich unter die Leute zu bringen, wenn direkt dazu Fragen gestellt werden. Genau, also so wie das hier dargestellt ist, so ist das auch, wenn bei uns Schulklassen sind, dann kann man immer, da fragt man immer so, ja, wie alt sind die denn, wenn man jetzt einen Vortrag macht und dann kann man gucken, wo man die abholt, sei es jetzt Magnetismus, um irgendwas mit Wärme zu erzählen, ein bisschen ältere mit der Atomstruktur, Vakuum kann man immer nette Experimente auch machen, sichtbares Licht und Radiowellen und die Ähnlichkeit dessen, aber eben auch Ingenieurs, wenn man Richtung Messung und Controlling geht eigentlich, da, ja, je nachdem praktisch, wie alt die Schüler da sind, kann man die leicht mal ganz gut abholen. Und oft ist es ist eben auch so, Fusion ist halt so, wie es hier auch dargestellt ist, ne? Wissenschaftler an vorderster Front. Und da kann man praktisch eigentlich relativ viel Enthusiasmus, also Begeisterung oftmals mit wecken auch. Genau, das ist eben ein Überblick über das Material, was da zur Verfügung gestellt werden wird, was praktisch in 5 Kapitel eingeteilt ist, dass man so ein bisschen was zur Grundlage sagt, aber auch die Geschichte dann betont. Da kann man nämlich auch sehr viel zu machen.
die Technologien wirklich im Detail erarbeitet und diskutiert, die Werkstoffe bespricht, aber eben auch, so wie das eben schon andeutet in den Fragen, das ist eigentlich mal ganz spannend, das Energiesystem praktisch sich anzugucken. Und jedes Kapitel hat natürlich eigene Lernziele, so wie das hier ist. Und bei den Grundlagen der Fusion, da bietet sich das an, was in der Schule ja sowieso schon viel gemacht wird, dass man über den Klimawandel spricht und die Energieproblematik, so wie ich das ja auch in der ersten Folie bei mir versucht habe. Ich habe zwar nicht über den Klimawandel gesprochen, aber da kann man natürlich direkt anknüpfen. Und auch man könnte den Plot, auch den ich da gemacht habe, Richtung nicht in den Primärenergieumsatz, sondern CO2-Emissionen pro Land sagen oder sowas. Das ist ja vielleicht noch ein bisschen plakativer. Wichtig ist immer der Unterschied zwischen Fission und Fusion. Den kann man natürlich mal sehr schön erklären. Das ist vielen auch nicht klar. Klingt ja auch sehr ähnlich. Dann klar erklären, was ein Plasma ist, ist immer ein bisschen ein kritisches Thema, kann man aber ein paar nette Experimente zu machen. Plasma in der Haushaltsmikrowelle kann man auch machen, da können wir gerne nochmal drüber reden. Mit Marmeladenglas zum Beispiel kann man das machen. Und eben auch, was auch mal gut geht mit für Schüler, finde ich, ist mit der rechten Handregel, weil die kennt man ja doch meistens, wenn man ein bisschen älter ist, und so praktisch magnetischen Einfluss eigentlich ganz gut verstehen. Was Fusen hat eben noch... Halt, jetzt frage ich gleich, wie mache ich ein Plasma im Marmeladenglas? Genau, also was wir da immer machen, das habe ich, ich habe überlegt, das hier zu Hause zu machen, so, jetzt war aber nicht genügend Zeit da. Also was wir in der Uni immer machen ist, wir haben praktisch ein einfaches Wegglas, das packe ich in eine einfache Käseglocke, also in so eine einfache Vakuumapparatur. Praktisch sorgt dafür, dass das Marmeladenglas evakuiert ist und dann stelle ich es einfach in die Mikrowelle rein und durch den Unterdruck da drin kann ich über die elektrischen Felder der Mikrowelle genügend Elektronen beschleunigen, um da drin praktisch ein Plasma zu erzeugen. Das ist eigentlich immer ganz eindrücklich, weil man kann unter dieser Käseglocke, unter dieser Vakuumglocke, wenn man die abpumpt praktisch, das Wegglas, dann hat man meistens noch einen Luftballon da drin, der sich dann aufbläst. Schaumküste tun wir natürlich nicht rein, das ist dann noch ein bisschen eine Sauerei, aber irgendwie sowas kann man da halt machen. Ne? Und das ist eigentlich immer ein ganz eindrückliches Experiment. Das kann man dann auch direkt weiterführen, weil man merkt nämlich, das Marmeladenglas wird warm durch das Plasma. Und dann kann man nämlich sagen, so, das wollen wir ja nicht. Dann haben wir praktisch, wenn man jetzt mal mit einem Magneten rangeht an der Energiesparlampe, dann kann man sehen, dass man damit praktisch das Plasma beeinflussen kann. Und so kann man das Plasma dann von den Wänden fernhalten. Das ist immer so ein Experiment, was wir an der Uni immer bei uns machen, wenn wir Schüler da haben. Mhm. Sehr nett ist zum Beispiel auch eine Tesla-Spule mit einer großen Leuchtstoffröhre und dann Magneten rundherum. Ganz einfach. Stimmt, das ist auch eine schöne Idee, genau. Mhm. Und ganz harmlos. Ja, und Tesla-Spulen sind natürlich immer teuer. Genau, also was Fusenet da praktisch noch zur Verfügung stellen wird, sind wirklich also so eine Art Handbücher auch pro Kapitel. Die gibt es dann im Anschluss und da werden auch E-Mails verteilt mit den Download-Quellen praktisch. Das sollen dann auch so Materialien sein, die dann wirklich die Stunden füllen und die dann eben als, und hier ist das als Beispiel dargestellt, wo es praktisch darum geht, Atomphysik, Elektrizität, Magnetismus und Thermodynamik anhand der Kernfusion zu umreißen. Das ist dann natürlich so, das sind von europäischer Ebene erstellte Materialien. Das heißt, die werden für die einzelnen Länder vielleicht hier und da noch ein bisschen angepasst werden. In einem zweiten Schritt, das heißt, Feedback ist da auch immer sehr willkommen. Ne? Also wenn man da die Materialien hat und merkt irgendwie, ja, das passt jetzt mit dem Lehrplan nicht so ganz, weil wir machen zuerst, weiß ich nicht, ein bestimmtes Atommodell und damit kann man das jetzt so nicht machen und dann, das kann man dann direkt zurückkommunizieren und das, weil das eben genau Fusenets Aufgabe ist, praktisch solche, dafür zu sorgen, dass die Ausbildung in der Fusion vorangeht. Ne? So, da wird es eben auch Videos geben, die werden noch produziert, die sind jetzt zu heute nicht ganz fertig geworden leider, beziehungsweise da gab es dann ein technisches Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, die man frei verwenden kann, die man eben natürlich auch frei anpassen kann. Das ist eben der Sinn der Sache. Es wird mit dem Tokamak gearbeitet, den man als Transformator halt darstellt, so wie das hier ist. Das ist ja eigentlich immer eine ganz schöne Sache, ein schönes Analogon, ne? Dass man mit dem Transformator Primärspule hat, die Sekundärwindung praktisch, und dass man das eben im großen Stile halt auch für eine Plasmaentladung tatsächlich machen kann. Das ist ein ja, immer recht so anschaulich eigentlich, finde ich. Auch die Heizung, die einfache Heizung in den Plasten und in den Tokamak ist leicht zu verstehen, weil wenn irgendwo ein Strom fließt, so ein Kabel, es wird halt warm. Das heißt, so heizt sich das Plasma eben auf. Das ist, da kann man praktisch natürlich ohmsche Wärme, da kann man das ohmsche Gesetz dann diskutieren. Stromfluss allgemein. Genau.
Ja, genau. Hier wäre jetzt das Thema mit den Mikrowellen, was ich gesagt habe, wo man praktisch zur Aufheizung von Plasma elektromagnetische Wellen verwendet, weil, also es ist so, zum einen funktioniert der Heizmechanismus oder eine Methode ist es so, ich habe ja erzählt, dass elektrisch geladene Teilchen gyrieren ja um die Magnetfeldlinie und die Frequenz dieser Gyration hängt ab von der Magnetfeldstärke. Und die könnte jetzt zum Beispiel so sein, dass sie eben genau 2,45 GHz ist. Das ist bei uns an der Uni, wo wir ein relativ günstiges Experiment haben. Da haben wir halt solches Magnetfeld, da kreisen die Elektronen mit 2,45 GHz. Das heißt, wir können eine der Haushaltsmikrowelle sehr ähnliche Heizmethode nehmen, die auch bei 2,45 GHz arbeitet, und so praktisch an die Kreisbewegung der Elektronen ankoppeln und so Energie reinbringen einfach in das System. Ja, das ist da also auch ein schönes Analogon immer. Und ansonsten natürlich der Fall, dass ich eine elektromagnetische Welle habe und durch das elektrische Feld der Welle die Elektronen praktisch beschleunigen kann, direkt und so Energieüberstöße dann im Weiteren an das ganze System reinbringen. Die andere Heizmethode waren die Neutralteilchenheizung, wo ich wo man Kollision und Energietransfer ein bisschen diskutieren kann, wie das hier so dargestellt ist. Man kann sich nochmal mit Bewegung von neutralen Teilchen, von geladenen Teilchen beschäftigen. Wie kann ich die Teilchen praktisch auf eine hohe Energie bringen? Zunächst muss ich sie ionisieren, da kann ich sie beschleunigen, aber dann muss ich sie wieder neutralisieren, weil ansonsten kann ich sie ja nicht in den Magnetfeldkäfig einschießen, weil dann würden ja praktisch sofort abgelenkt werden. Und das sind so zwei Prozesse. Im Plasma angekommen allerdings werden sie gleich wieder ionisiert. Also das sind dann praktisch die Wechselwirkungen, die man da, ja, genauso wie das hier dargestellt ist, schön diskutieren kann. Also wie erzeuge ich erst die Entladungen? Ups, ich sehe gerade, mein Akku geht alle, kleiner Mick. So, Verzeihung, da war die Steckdose nicht an. Dass man praktisch erst ein Gas hat, wo ich Ionisierung mache, dann habe ich ein Gitter, wo ich eine Beschleunigungskammer, sag ich mal, wo ich Beschleunigung mache, dann wieder Neutralisierung und dann der gegebene Impuls, der halt verwendet wird, um die Teilchen dann praktisch teilweise mit Energien bis zu Megaelektronenvolt bei den großen Experimenten ins Plasma einzuschießen. Vakuum kann man natürlich mehr viel machen. Die Frage ist, wieso benötige ich überhaupt ein Vakuum? Also das geht dann auch schön mit dem Marmeladenglas, weil wenn ich einfach so die Haushaltsmikrowelle anmache, dann zündet die ja kein Plasma da drin. Sobald ich aber praktisch einen Unterdruck habe, dann können die elektromagnetischen Wellen von der Mikrowelle die Elektronen lang genug beschleunigen, die freien Elektronen, dass sie genügend Energie haben, um Stoßionisierung zu machen und praktisch in dem Marmeladenglas wirklich ein Plasma zu zünden. Also deswegen braucht man halt eben Vakuum in dem Fall, damit die Teilchen sich eben frei genug bewegen können. Alf, da gerade eine Frage. Hast du eine Größenordnung, was für einen Druck ich da brauche? Ja, also für das Marmeladen, also zwei Antworten. In dem Marmeladenglas, da haben wir immer, was ist das, ein Millibar oder so, was ist das? Also das ist nicht besonders gut, das Vakuum. Das ist so die billigste Pumpe, die wir bei uns gefunden haben, die wir dafür nehmen. Das ist eine, wie ich sie eigentlich auch aus dem Schulbedarf kenne. Also die kostet ja natürlich schon, sag ich das, 2.000, 3.000 Euro sein oder sowas. Aber das ist trotzdem eigentlich so die kleinste Pumpe, die man da so hat. Normale Drehschieberpumpe. Genau, eine ganz normale Drehschieberpumpe, genau. Ja. Okay, danke. Das ist gerne was man, wenn ihr mal vorbeikommt, sozusagen, das kann man dann immer schön mal vorführen. Dann, was natürlich ein Thema ist, da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber geredet, ist das Thema Kryostat. Also man hat hier das supraleitende Spul, verwendet man hier. Die müssen natürlich kalt gehalten werden, Supraleitung. Da kennen sich einige der Zuhörer auch viel besser aus als ich, das weiß ich. Das ist natürlich auch mal ein schönes Thema, ne? Wo man ja über Supraleitung reden kann, über Kühlung, flüssiges Helium etc. Genau, und da habe ich jetzt gar nicht drüber geredet. Man kann über Diagnostiken reden, da kann man praktisch viel wieder, also einmal ein ganz witziges Thema bei Diagnostik ist, wenn man eine Plasmaentladung sieht, das habe ich jetzt ein bisschen verpennt, die Chance, also wenn man sich ein Fusionsplasma anguckt, dann wird man sehen, man sieht eigentlich nichts, außer im Randbereich. Im Randbereich ist das Plasma nämlich so kalt, dass es im sichtbaren Licht leuchtet. Im Zentrum allerdings, da wird praktisch nur im Röntgenbereich abgestrahlt und das ist das Plasma für unsere Augen also durchsichtig. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt Richtung Diagnostik, dass man eben sagt, mit normalen Kameras, die helfen halt nur im Randbereich, braucht man also irgendwie andere Diagnostiken. Einmal die Röntgenstrahlung natürlich detektieren. Aber eben auch, ich habe ja gerade im Tokamak starke Ströme, die da fließen, die kann ich natürlich auch wieder detektieren mit Spulen wiederum. Ne? Weil
irgendwo, wo ein Strom fließt, der sich vielleicht ändert in der Zeit, den kann ich ja ganz einfach wieder detektieren dann. Aber eben auch, dass ich teilweise einfach Sonden reinbringe, praktisch die, also im Randbereich wohlgemerkt, die Teilchen aufsammeln im Plasma und dann so eine Art Wärmeflussmessung, sowas kann ich beispielsweise auch machen. Ich kann Mikrowellen auch einstrahlen, da kann man dann, je nachdem wie weit das geht, das ist dann eher was für einen Leistungskurs praktisch mit der Ionosphäre, man kann zum Beispiel sagen, also ein Plasma, was eine hohe Dichte hat, reflektiert Mikrowellen bestimmter Frequenz, sag ich mal so rum. Wenn ich eine Mikrowelle auf ein Plasma einschieße und die Plasmadichte ist zu hoch, beziehungsweise die Frequenz zu niedrig, wird diese elektromagnetische Welle reflektiert. Das ist bei Radiowellen so, die werden an der Ionosphäre reflektiert und so kann ich praktisch über den Horizont Radiowellen ausbreiten. Aber wenn ich jetzt Mikrowellen nehme, also zu einer höheren Frequenz gehe, dann kann ich eben durch die Ionosphäre durch und Satellitenkommunikation machen. Und sowas kann man dann auch mal ganz schön machen. Das ist natürlich schon ein bisschen fortgeschritten, aber das ist auch eine ganz schöne Geschichte mit praktisch Radiowellen und Ionosphäre und Satellitenkommunikation. Und eben das kann man praktisch auch aus Plasma-Diagnostik natürlich verwenden. Wenn ich einfach eine variable Heizung habe, also ich strahle von außen eine Mikrowelle ein, kann die in der Frequenz variieren und sehe irgendwann, jetzt kommt sie durch. Das heißt, ich weiß ungefähr die Dichte von dem Plasma, die Teilchendichte. Das ist dann eine ganz einfache Diagnostik. Genau, das ist jetzt nur nochmal ein Beispiel für das, was in den Materialien enthalten sein wird. Wie gesagt, das ist nur ein Überblick darüber. Die Materialien nachher werden dann von FuseNet zur freien Verfügung gestellt werden. Und per E-Mail werden Sie alle darüber informiert werden. Klar, Lösungshandbuch ist natürlich dabei, ist ja klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Dann sind da noch ein paar nette Links gegeben. Also es gibt auch ein paar nette Bücher, es gibt freie Bücher, es gibt auch für den etwas Spiele-zugänglicheren vielleicht, es gibt auch eine App, die gar nicht so schlecht ist, wo man ein Tokamak-Plasma kontrollieren muss und dann praktisch an verschiedenen Schiebern gleichzeitig drehen muss, um zu gucken, an welchen Schieber muss ich genau drehen, damit das Plasma jetzt im Gleichgewicht bleibt. Und hier steht zwar Apple, aber das gibt es natürlich nicht nur für Apple, sondern das ist auch im Google Play Store enthalten. Ja, so wie es hier steht. Jeder, der sich hier registriert hat, bekommt danach eine E-Mail-Benachrichtigung über die Materialien. Und die Materialien wird es eben auf der Homepage geben, auf der FuseNet-Homepage. Und das ist natürlich auch so gedacht, dass Sie, also da sind auch die verschiedenen Forschungs- oder die verschiedenen Standorte von Unis und Forschungsinstituten eben dargestellt, wo man natürlich als Lehrer sich einfach auch und Lehrerin direkt mit denen in Kontakt setzen kann und sagen kann, hey, können wir mal vorbeikommen? Ich meine, wir haben des Öfteren Schulklassen da und ich werde mich jetzt hüten, eine Schulklasse abzuweisen mit interessierten Schülern. Ne? Und das geht sicherlich meinen Kollegen auch so. Und da kann man dann sicherlich auch mal irgendwas zusammen machen, natürlich. Das ist eigentlich eine recht neue Sache. Das ist, ITER befindet sich ja momentan im Aufbau, habe ich gesagt. Es war jetzt gerade, ich glaube, das war letzten Monat, da hat man tatsächlich mit dem Gefäß selber angefangen, das aufzubauen. Und in dem Zuge haben die Kollegen von ITER ein 3D-druckbares Modell, also ein Bausatz mit entsprechenden Files, mit den Step-Files zur Verfügung gestellt, sodass man praktisch jetzt das selber auf einem 3D-Drucker nachdrucken kann und ITER Stück für Stück zusammenbauen kann. Das ist natürlich auch ein nettes Projekt, was man praktisch machen kann. Gut, klar, ne? Jetzt hat natürlich ein 3D-Drucker, ist jetzt nicht unbedingt Standardausrüstung an der Schule, aber es gibt ja so ein Netzwerk, das habe ich hier in Stuttgart auch schon genutzt, da guckt man einfach, es gibt verschiedene private Leute, die ihre 3D-Drucker zur Verfügung stellen. Da kann man für wenige Euro praktisch die Materialien sich drucken und dann hätte man eben die Materialien zusammen und könnte so praktisch live zusammen mit den Kindern, mit den Schulklassen ITER zusammenbauen und dann praktisch dabei die Funktion der verschiedenen Komponenten diskutieren. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Steht bei mir auch definitiv noch auf der To-Do-Liste. Genau, der wichtige Punkt ist eben auch, Ihr Feedback ist natürlich uns allen sehr wichtig. Wie gesagt, FuseNet ist eine europäische Organisation, deswegen natürlich auch recht heterogen, wenn man so will, weil eben dieses Schulsystem natürlich heterogen ist. Ich meine, das ist ja in Deutschland schon heterogen, das wissen ja alle, aber wenn ich dann auf den europäischen Maßstab gehe, das ist noch viel heterogener und entsprechendes Feedback natürlich wichtig. Ne? Und das kann auch gerne kritisch sein, das kann auch gerne sehr kritisch sein, weil das wird dann umgesetzt auch entsprechend verbessert. Und weswegen FuseNet das hier gestartet hat, ist,
Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, Fusion, jetzt bin ich schon ein bisschen älter, aber Fusion war bei mir nicht in der Schule. Und es ist auch eher selten ein Thema in den Schulen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen gehandelt wird, aber meistens kommt es nicht vor. Und entsprechend könnte man es jetzt hier natürlich als nettes Thema machen, ob man das jetzt im Rahmen von der GFS vergibt oder ob man eben doch selber eine Einheit dazu macht, Projektarbeit, was weiß ich, da kann man sich ja vielleicht viel überlegen. Und eben das Feedback wäre dann eben immer was Schönes, da freuen wir uns natürlich immer drüber. So, genau, das sind jetzt einfach nur nochmal die Kapitel in der Übersicht, also eben Kapitel 1, die Grundlagen der Kernfusion, was ich eben schon besprochen hatte. Kapitel 2 mit der Geschichte der Kernfusion. Ich habe das ja nur so angerissen, aber dass man eben am Anfang gesagt hat, wie eigentlich die Sonne im speziellen Stern im Allgemeinen seine Energie freisetzt, warum das auf der Erde schwer zu reproduzieren ist. Hinführend eben zu ITER und ganz interessant, man kann es natürlich auch eine politische Diskussion, eine politische Ebene nehmen, dass man ein bisschen diskutiert, was da für Verzögerungen gibt. Da habe ich jetzt nicht so viel drüber geredet, aber ITER, das Tolle an ITER ist, dass es so ein großes Projekt ist. Das Schlechte an ITER ist, dass es so ein großes internationales Projekt ist, kann man jetzt sagen. Das ist natürlich das Tolle daran, aber das führt natürlich auch ein bisschen zu Reibungsverlusten, sage ich mal. Einfach, weil viel kommuniziert werden muss und hat deswegen natürlich auch eine politische Ebene. Aber das ist ja auch das Spannende daran, muss man ja sagen. Ja, genau, die Geschichte nochmal als einzelnes Kapitel, das hatten wir nun gerade erst. Die Fusionstechnologien, wo man eben vor allen Dingen, da geht es um die Supraleiter, ne? Also die Technologie der Supraleitung. Da geht es eben auch um die Wandmaterialien, in denen ja zum einen das Lithium erbrütet werden soll, aber zum anderen auch die Wärme abgeführt werden muss. Aber eben auch Technologie, wie man praktisch ein Fusionsplasma erzeugt, also wie es heizen soll und eben auch, wie es vermessen kann. Das sind also praktisch auch, ja, das sind Technologien eigentlich, die man da gut diskutieren kann. Ja, das ist, wiederholt sich hier eigentlich nochmal. Genau. Und am Ende, natürlich kann man immer sehr gut, so wie wir das hier ja, habe ich jetzt nicht so richtig darauf eingegangen, aber klar, Energie- und Leistungseinheiten ist natürlich immer ein potenzieller Fehlerquelle, kann man natürlich immer gut diskutieren. Und auch ja, Kilowattstunden, ich habe jetzt Gigajoule, ja, was ist ein Gigajoule beim Primärenergieverbrauch? Das hätte man jetzt auch vielleicht handlicher umrechnen können. Es gibt ja das Äquivalent in Megatonnen Erdöl praktisch. Ist auch nicht schlecht, oder Kilogramm verbrauchter Erdöl oder Kilowattstunden halt. Da kann man ja auch schöne Vergleichsstudien aufmachen oder machen mit. Und natürlich eben auch, wenn man jetzt praktisch heute auf morgen irgendwie eine Wundertechnologie kommt, dann kann man ja nicht von heute auf morgen die Energieversorgung umstellen. Ne? Auch das ist praktisch etwas, was man schön diskutieren kann. Ja gut, das Senke-Diagramm hatte ich jetzt nicht hier drin. Das sind die verschiedenen, vermutlich ist ja das Senke-Diagramm gemeint, das hatte ich gar nicht gelesen, wo man sich anguckt, was für Verlustprozesse ich in dem Plasma eigentlich habe. Die kann man natürlich auch mal in dem Fusionsplasma auch schön diskutieren. Genau, und am Ende, wie gesagt, alle Partner auf der Karte hier dargestellt, können natürlich immer direkt kontaktiert werden, beziehungsweise FuseNet leitet dann auch gerne das weiter. Also auch wenn da interessierte Schüler mal ein Praktikum machen wollen oder was weiß ich, meistens kann man das auch irgendwie machen. Genau, das war ein Überblick über die Materialien, die FuseNet noch zur Verfügung stellen wird, wie gesagt. Und gibt es Fragen? Oder Kommentare? Und wie Alf schon gesagt hat, gerne auch kritische Kommentare. Hat das jetzt Ihre Erwartungen getroffen oder total daneben? Ja, wenn ich mal was sagen darf. Ja. Auf mich macht das einen sehr guten Eindruck. Und ich glaube, das kann man gut im Unterricht einsetzen. Ich denke da jetzt an die Oberstufe. Meine Frage wäre, in welchem Zeitraum kann man damit rechnen, dass das fertig ist? Also wenigstens so eine erste Ausgabe. Ja, Alf, kannst du was dazu sagen? Oder? Ja, also ich glaube, es gab ja vorhin noch einen offiziellen Zeitraum. Ich glaube, da muss ich mal gut nachgucken, was das offizielle Statement war. Also definitiv dieses Jahr, das ist klar, aber nee. Ja, aber das ist doch schon gut. Also dieses Jahr ist ja eine grobe, also ist ja schon ziemlich konkret. Mhm. Danke. Ja. Ja gut, stimmt, das Jahr ist nicht mehr so lang, das ist schon richtig, ja. Sonst noch Fragen, Kommentare? Wir haben noch 5 Minuten, bevor wir ohnehin in die Pause gehen.
jetzt da eine landesweite Aussendung an alle Physiklehrer in beiden Ländern geben? Das denke ich nicht. Das ist schwer organisatorisch durchzuführen. Also die Unterrichtsgeschichten, das ist ja auch in Deutschland Ländersache und es ist auch nicht einfach, die Physiklehrer einfach so zu kontaktieren. Man kann es an die Ministerien schicken und die können das dann verteilen. Das wird vielleicht gemacht, aber ob die das dann wirklich weiterverteilen, das wissen wir nicht. Ja, aber genau so hatte ich das praktisch in Deutschland beworben. Ich habe jeweils die 16 Kultusministerien angeschrieben und einige haben es weiterverteilt und einige haben aber auch gesagt, so nee, machen wir nicht, weil wir nur unsere eigenen Veranstaltungen bewerben praktisch, die wir und nichts Externes irgendwie. Also ja, dann lebt halt viel von Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Was nicht immer der effizienteste Weg ist, aber. Aber manchmal ein angenehmer Filter, weil tatsächlich bekommt man als Lehrer, wenn man auf ein paar E-Mail-Verteilern ist, sehr viele Angebote und es ist sehr schwer, da zu filtern, was ist jetzt wirklich interessant und was ist überhaupt für den Unterricht geeignet. Ja. Und was dient auch nicht einfach nur irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen. Hm. Ja, ich kenne ich von meiner Frau, genau. Die ist ja auch Lehrerin und die hat mir Ähnliches erzählt, richtig. Ja. Und immerhin, ich meine, wir haben es jetzt ja doch geschafft, also außer aus Stuttgart und Garching raus, auch zum Beispiel aus Norddeutschland habe ich jetzt damit gekriegt, Leute zu erreichen irgendwie und das ist dann ja auch schon ganz gut. Und in Österreich weiß ich auch nicht genau, wie Sie das dort gemacht haben von der Kommunikation her, aber das war wahrscheinlich auch viel über die persönliche Schiene, dass Doktoranden Leute angesprochen haben etc. Ja, also wir haben auch E-Mail-Listen mit Lehreradressen, die sie uns schon mal freiwillig gegeben haben. Und dann gibt es auch ein Lehrernetzwerk von Physiklehrern und dort, von dort aus wurde das auch weiterverteilt. So, gibt es jetzt noch weitere Fragen? Oder Anregungen oder Feedback? Ah ja, hier kam gerade noch der Hinweis, das stimmt, ich weiß nicht, ob im Chat das alle gelesen haben, die Drehschieber, eine billige Drehschieberfirma von Amazon für 200 Euro reicht da auch schon aus. Das ist ein guter Hinweis, ja. Genau, vielen Dank, das stimmt. Da braucht man also nicht, wie ich gesagt habe, mit 1000 Euro ist da falsch. Das ist natürlich ein guter Hinweis, das wusste ich jetzt nicht. Ja, ich habe da beide Varianten schon gesehen. An der Uni ist es sicher ganz gut, wenn es eine Drehschieberpumpe, da läuft die eben 24 Stunden am Tag. Ja. Da ist es ganz okay, wenn die ein paar Dezibel weniger hat. Für den Unterricht tut es einfach eine, die halt mal ein paar Minuten lang röhrt. Und ja, wir haben auch eine für ein paar hundert Euro bei einem normalen Schullieferanten. Die ist da wunderbar geeignet wahrscheinlich. Ja. Die neuen Scrollpumpen hören sich schon gar nicht mehr. Können Sie das nochmal erläutern, wie Sie das Plasma simulieren im Marmeladen? Sorry, ich hatte da eine kleine Aufmerksamkeitslücke. Nee, also nicht simulieren, sondern erzeugen, genau. Also, es ist so, es ist jetzt blöd, dass ich da keine Folie vorbereitet habe. Also, ich nehme ein einfaches Wegglas. Dieses Wegglas stelle ich in irgendein Vakuum, in ein Gefäß rein und dieses Gefäß evakuiere ich. Dann schalte ich irgendwann die Pumpe aus, belüfte praktisch explosionsartig, wenn man so will, also ganz schnell die einströmende Luft, drückt den Wegglasdeckel rauf, sodass in dem Wegglas Vakuum drin bleibt. Mhm. Das funktioniert sehr gut und dann habe ich ein Vakuum da drin, kann man umdrehen, Deckel bleibt drauf. Und dann tue ich dieses Wegglas einfach in eine handelsübliche Haushaltsmikrowelle, mittlere Leistung, mache die an und dann zündet in dem Wegglas drin praktisch wirklich ein Plasma. Das ist dann einfach so, dass der Druck ist dann so gering, dass die mittlere freie Weglänge in dem Glas praktisch von den Elektronen lang genug ist, dass ich über die elektromagnetische Welle, der Mikrowelle, das elektrische Feld, die Elektronen beschleunigen kann, die dann über Stoßionisierung praktisch da drin ein Plasma erzeugen. Und das leuchtet dann. Okay. Genau, das leuchtet dann. Also, vielen Dank. Gerne. Falls es keine Frage zum Unterricht mehr gibt, hätte ich noch die Frage, ob man einen kurzen Überblick darüber geben kann, wie es bei ITER zurzeit so läuft. Das war ja zwischendurch holprig. Lise, willst du deine Antwort zu geben? Da weißt du, du sitzt da näher an der Quelle. Um dir mal den Ball zuzuspielen. Ganz dreist. Ich versuch's mal. Also ITER behauptet, dass sie im Zeitplan sind. Seit wir den französischen Direktor haben, wurden dort die Zügel wirklich stark angezogen. Es war am Anfang tatsächlich ein
sehr starkes Kommunikations- und Managementproblem, weil japanische Vorgesetzte ganz anders arbeiten als französische Vorgesetzte zum Beispiel. Und das war also ein guter Move, dass da jetzt ein französischer Direktor ist. Das ist der Herr Bigot. Und seit der dort praktisch die Geschäfte leitet, sind die ganz streng im Zeitplan. Und man kann auf der ITER-Website ganz fantastische Fotos anschauen und auch den Fortschritt gut beobachten. Das ist eine riesige Baustelle. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt mit Corona ist. Da werden die Besucher wahrscheinlich auch stark eingeschränkt sein. Aber das ist wirklich eine tolle Sache, sich das mal vor Ort anzuschauen, weil das riesig ist. Und die Fotos, die die machen, die sind zum Teil von oben und von der Seite, ja, die dokumentieren das sehr, sehr schön. Also was Sie zurzeit sehen, ist, wie so ein Großexperiment zusammengebaut wird und fantastisch dokumentiert. Die haben eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit und man kann sich da die Fotos von dort eben runterladen. Zurzeit, glaube ich, ist kein Showstopper. Also die sagen das auch nicht. Die sind aber auch sehr vorsichtig natürlich in ihrer Kommunikation, weil die Finanzierung dominant von Europa geleistet wird. Die anderen Teilnehmer sind natürlich auch mit dabei. Aber das muss dann immer durchs Europäische Parlament, wenn die Finanzierung überschritten wird, wenn es wieder teurer wird und wieder teurer wird. Das heißt, die sind sehr vorsichtig in ihrer Kommunikation, auch wenn was schief gehen sollte. Aber ich habe wirklich in letzter Zeit nichts gehört, dass da dass es gerade eben zu Verzögerungen kommt. Die sind derzeit im Plan. Ja, und dann hoffen wir, dass, also die offizielle Diktion ist, 2025 gibt es das erste Plasma. Und dieses erste Plasma ist natürlich ein Schummelplasma, würden wir sagen als Physiker, weil das ist einfach nur abgepumpt und ein bisschen Strom rein, das leuchtet ein paar Millisekunden und fertig. Aber das sagt sich jetzt so einfach. Was da dahinter steckt, ist, dass dieses riesige Gefäß vakuumdicht ist, dass die ganzen Spulen supraleitend und daher auf 4 Kelvin runtergekühlt sind und der Kryostat hält und dass das Magnetfeld eben auch und dann die Ströme in diese supraleitenden Spulen eingeleitet, also dass die Ströme stehen, ohne dass es zum Quenchen kommt. Also das Technische, das ist ein technischer Test, aber der ist, wir wissen das von W7X, ja, also W7X in Greifswald wurde ja auch so aufgebaut, ist auch ein supraleitendes Experiment. Und wir hier in Garching, wir haben da zugeschaut, wie das runtergekühlt worden ist. Das wurde live übertragen, wie die den Kryostaten zum ersten Mal runtergekühlt haben. Und das war eine ganz, ganz stetige Kühlrate. Das ging ja über eine Woche oder zwei, bis das runtergekühlt worden ist auf flüssigen Stickstoff. Und dann war das dann, hat es plötzlich gestockt und wir alle, oh, was denn jetzt? Ja, aber dann war Wochenende. Und dann haben sie erst den letzten Schritt auf die 4 Kelvin haben sie dann am Montag gemacht. Ja, also das ist super spannend gewesen und genauso wird es sein für ITER. Wenn ITER, das ist ja noch einmal viel, viel größer. Und Sie müssen sich vorstellen, dass das eine irre Menge an Material ist, die da auf 4 Kelvin runtergekühlt wird. Und das ist ein Riesengefäß, das ausgepumpt werden muss. Ja, das muss vakuumdicht sein mit all den Ports, die es da gibt. Deswegen, wir als Plasmaphysiker sagen Fake Plasma, aber die Technik, die da stehen muss, ist enorm. Das ist 2025. Und wenn dann 2025 dieses Plasma steht, dann kommen die Innenausbauten, sodass die innere Wand überhaupt ein ordentlich heißes Plasma aushalten kann. Ja. Und dann ist es eben 5 Jahre später, wahrscheinlich 2030, bevor man heiße Plasmen macht und dann erst 2035, bevor man nicht nur Deuterium, sondern auch Deuterium-Tritium eben die Neutronen produziert in dem Plasma. Darf ich da was dazu hinzufügen? Vor ein paar Tagen sind gerade die Fundamente für die TF-Coils produziert oder vielmehr montiert worden. Das sind riesige Blechpakete, so circa 2x2x3 Meter in der Größenordnung, voll aus Blech und oder Blech aus Stahl eigentlich, muss man sagen. Und das Ding verbiegt sich, wenn dann die TF-Coils eingeschalten werden. Also das ist unglaublich in den Dimensionen, 15 Meter hoch und zig Tonnen schwer, dass man das hinkriegt,
so genau, dass die Spulen dann, wenn der Strom da ist, genau an der Position sind, wo sie dann nachher hingehören. Auf einen Millimeter genau. Es ist also maschinenbautechnisch der absolute Wahnsinn. Ich ziehe meinen Hut vor diesen Leuten. War das eine zu lange Antwort? Wir sind in unserer Kaffeepause. Ich beantworte gern noch so Fragen, wenn ich da was dazu sagen kann, wenn ich wo helfen kann. Ansonsten würde ich sagen, Sie gönnen sich einen Kaffee oder einen Tee und schalten sich dann in die internationale Session dazu, weil dort geht es ganz, ganz pünktlich um 15.30 Uhr weiter mit dem internationalen Teil und den Live-Aussendungen, denke ich, von verschiedenen Tokamaks. Und ITER ist da auch dabei. Super. Danke. Dann auf Wiedersehen. Und ich mache das nachher eben wieder an und dann können wir uns hier nochmal zusammentreffen, falls es dann noch Fragen gibt. Dann. Wiedersehen. Ja, schön. Danke. Bis später. Ciao. Bis.